Liebe rechtssuchende Bevölkerung, hier spricht wieder Ihr Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder, heute zum beliebten Thema ORF und Haushaltsabgabe. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so, dass Sie ein Schreiben bekommen haben von der GIS, wo Sie schon Ihre Daten bekannt geben sollen zur künftigen Zahlung der ORF-Haushaltsabgabe. Ich rate mal, das haben die Leute bekommen, wo ein Hauptwohnsitz gemeldet ist und noch an diesem Hauptwohnsitz keine GIS-Gebühr bezahlt wird. Ich habe mir da erlaubt, ein Antwortschreiben zu verfassen, werde es auch in meinem Telegram-Kanal unten posten, was man darauf schreiben könnte. Es ist nur eine Anregung, ein Vorschlag. Sie können von diesem Schreiben Sachen übernehmen, Sachen rausstreichen, was dazu schreiben, aber es ist nur ein Vorschlag, was man hierzu schreiben könnte. Zum Beispiel könnte man schreiben, Sie lehnen diesen ORF-Haushaltsabgabe in Zukunft ab. Sie könnten vielleicht schreiben, dass Sie eh schon einen Telekabel-Zugang haben oder an Satelliten und nicht einsehen, warum Sie da jetzt den ORF-Beitrag mehrmals bezahlen sollen. Vielleicht auch da noch als Unternehmer. Also das könnte ja dann sein, dass Sie dann am Hauptwohnsitz, am Nebenwohnsitz und vielleicht auch noch am Unternehmenssitz ORF-Haushaltsabgabe zahlen müssen oder zumindest darüber diskutieren müssen, plus der Kartenslot für die ORF-Karte, plus dann die ORF-Karte. Sie könnten zum Beispiel schreiben, dass Sie es grundsätzlich ablehnen, den ORF zu sehen und den auch nicht empfangen können und wollen und daher diese Haushaltsabgabe ablehnen. Dann könnten Sie schreiben, dass Sie ein bisschen ein Problem sind mit dem ORF betreffend der Objektivität und dass die Aufgabe wäre des ORF im Sinne der Erläuterungen zum Gesetzestext, die als vierte Staatsgewalt die drei anderen Staatsgewalten zu überwachen und da gewisse Luft nach oben sehen. Ja, Sie könnten sagen, dass Ihrer Auffassung nach diese Haushaltsabgabe abzulehnen ist, sondern die 710 oder 780 Millionen, die da kommen sollen über die Haushaltsabgabe, besser übers Budget bezahlt werden. Sie könnten darauf hinweisen, dass es eine junge Entscheidung gibt des Verfassungsgerichtshofes betreffend Zusammensetzung ORF-Stiftungsrat und Publikumsrat, wo eben diese Bestimmungen teilweise aufgehoben worden sind und erkannt worden ist vom Verfassungsgerichtshof, dass der Einfluss der Bundesregierung auf diese Gremien zu groß ist. Sie könnten sagen, dass Sie der Auffassung sind, dass die Diskussionsrunden nicht ausgewogen gestaltet sind und da die Diskussionrunden für Sie einseitig wirken, dass die Spezialisten mit abweichender Meinung nicht eingeladen werden, zum Beispiel Thema Corona, zum Beispiel Thema CO2, und dass Sie sich da Verbesserungsmöglichkeiten wünschen würden. Sie könnten darauf hinweisen, dass andere Anwälte, Höllwart und Scheer, schon angekündigt haben, ein Volksbegehren mit dem Ziel einer Volksbefragung mit den Fragestellungen, ob es nicht gescheiter wäre, den ORF über Budgetmittel zu finanzieren und ob der ORF überhaupt in dieser Form beibehalten werden soll. Sie könnten darauf Bezug nehmen, dass bereits Prozesskostenfinanzierer und Anwälte Verfassungsgerichtshofseingaben betreffend der ORF-Haushaltsabgabe, sobald sie in Kraft getreten ist, 1.1.2024, angekündigt haben. Sie könnten sagen, es ist Ihnen klar, dass da Bestimmungen bestehen, die Daten bekannt zu geben, aber Sie sich ein Verwaltungsstrafverfahren, sofern es das geben sollte, anschauen werden und den Rechtsweg beschreiten werden, zum Beispiel bis zum über einen Bescheid, bis zum Verwaltungsgericht, bis zum Höchstgericht, Verwaltungsgerichtshof, Verfassungsgerichtshof und vielleicht darüber hinaus den EGMR, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sie könnten Bezug nehmen auf diese Stelle in diesem Schreiben, dass auch es unerheblich ist, ob Sie Radio- und Fernsehgeräte haben und diese auch benutzen. Ich frage Sie, die GIS oder den ORF, ob es da wirklich ein gutes Gefühl ist, von Leuten eine Haushaltsabgabe einzufordern, wenn sie ORF ablehnen, keinen Fernseher haben und den auch nicht benutzen. Und auch Internetzugänge betreffend ORF muss man ja nicht benutzen. Und betreffend, wie gesagt, dem Fernsehen haben wir eh eine Karte, um überhaupt den empfangen zu können. Und betreffend des Internets kann man ja auch einen Bezahlservice
einrichten. Sie könnten zum Beispiel auch fragen, ob das in Ordnung ist, dass auch Wenigverdiener diesen Jahresbeitrag nur mit einer Einmalzahlung im Jahr bezahlen können. Wie gesagt, das waren die Anregungen. In Textform werde ich das unten verlinken. Dieses Muster können Sie verwenden. Das Muster ist kostenfrei, allerdings die Haftung dafür übernehme ich nicht. Also das übernehmen Sie, müssen Sie, wenn Sie es verwenden wollen, auf eigenes Risiko verwenden. Sie können aber gerne meine Kanzlei beiziehen, wenn Sie ein individualisiertes Schreiben haben wollen, mit Kanzleikopf drauf, vielleicht mit Weglassungen, mit Sachen, die Ihnen noch am Herzen liegen. Da stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie mir einen Auftrag erteilen und ich einen Akt anlege und wie gesagt auf Vollmacht erteilen, dann muss ich einen kleinen Honorarbeitrag einfordern, aber das wird ein überschaubarer Betrag sein. In diesem Sinne hoffe ich Ihnen vielleicht ein bisschen Anregungen geben zu können. Ich bin schon gespannt, ob dieses Muster angenommen wird, ob es verwendet wird, ob sich jemand bei mir meldet. Und in diesem Sinne, die Spiele sind eröffnet. Wie gesagt, die Haushaltsabgabe tritt erst in Kraft mit 01.01.2024, aber die Schreiben der GIS betreffend Vorbereitung der Einhebung sind schon im Umlauf und deswegen dieses Video. Bis zum nächsten Mal.